Siziliens Verwaltungsgerichtshof erklärt die italienische Impfpflicht für verfassungswidrig. Was das für eine Tragweite hat und ob das auch eine Rolle in Deutschland spielen könnte, das verrate ich in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Markus Mingers von der Kölner Verbraucherrechtskanzlei Mingers Rechtsanwälte. Sollte dir das Video gefallen, lass bitte ein Abo da und schau dir auch das Video bis zum Ende an. Der Verwaltungsgerichtshof von Sizilien hat mit Urteil vom 16. März 2022 entschieden, dass eine Impfpflicht nicht mit der italienischen Verfassung vereinbar ist. Im vorliegenden Fall hatten die Kläger von einer Universität die Teilnahme an einem Pflichtstudientag verlangt. Diese Teilnahme ist den Klägern verweigert worden, weil sie sich gegen die gesetzliche Impfpflicht in Italien zur Wehr gesetzt haben. Während die erste Instanz die Klage der Studenten noch abgewiesen hat, hat nun in der Rechtsmittelinstanz der Verwaltungsgerichtshof in Sizilien den Klägern Recht gegeben und hat im Kern argumentiert, dass eine Impfpflicht dann verfassungswidrig sein muss, wenn als Nebenwirkung einer Impfung auch nur ein Todesfall zutage getreten ist. Es wurden dann Statistiken dort noch zitiert, dass zum Beispiel bei Pfizer von 570 Millionen verabreichten Dosen 582.000 Fälle von unerwünschten Wirkungen gemeldet wurde, von denen 7.000 einen tödlichen Ausgang hatten. Bei AstraZeneca hatten 1.447 Fälle einen tödlichen Ausgang und bei Moderna 834 und bei Johnson & Johnson immerhin 279. Ich habe natürlich diese Quellen jetzt hier nicht überprüft. Basis ist ein Video eines italienischen Kollegen Marco Mori, der die 53 Seiten Urteilsbegründung in einem Video ausführt. Legittimità dell'obbligo vaccinale imposto in questo caso specifico ai sanitari, ma con motivazioni che riguardano integralmente l'obbligo vaccinale. Per il Consiglio di Stato della Giustizia Amministrativa della Sicilia l'obbligo è incostituzionale. E con 53 pagine di ordinanza metterà in grossissima, enorme difficoltà la Corte Costituzionale che davvero per salvare a questo punto l'obbligo e tutelare le scelte fino ad oggi fatte dall'esecutivo dovrebbe esclusivamente fare una sentenza politica. Si sono mossi per questo, c'è Giuliano Amato presidente che è un politico, ma francamente meglio di così non potevano motivarlo. Sono stati Der sizilianische Verwaltungsgerichtshof sagt aber, dass es nicht sein könne, wenn eben die Impfstoffe nicht derart an Wirkungsgrad und Nebenwirkungen erforscht seien, dass man hier von einer Impfpflicht ausginge und bringt es dann auf die Spitze und sagt, das Ding gehört vor den italienischen Verfassungsgerichtshof. Denn wenn man auch nur einen Todesfall hat, dann ist es ein Todesfall zu viel und dann seien die Voraussetzungen für eine Impfpflicht nicht gegeben. Hier haben wir natürlich die absolute Parallele zu unserer Impfpflichtdiskussion. Auch hier sind die Nebenwirkungen bei uns kaum erfasst. Und wir haben ja gerade eine Riesendiskussion darum, dass ein Corona-Untersuchungsausschuss eingesetzt werden soll, der die ganzen Daten evaluieren soll. Herr Drosten ist freiwillig zurückgetreten. RKI, welche bisher die Daten sammeln sollte, sagt, wir haben viel zu wenig Gelder bekommen. Das heißt, wir haben eine sehr unklare Datenlage und wissen gar nicht, wie viel Nebenwirkungen und wie viele Todesfälle wir tatsächlich aufgrund der Impfung haben. Das heißt, wir haben hier argumentativ natürlich eine absolute Parallele und können den Ball aufnehmen und eben diesen auch gegen eine Impfpflicht verwenden. Ich bin gespannt, wie der italienische Verfassungsgerichtshof entscheiden wird. Der Kollege vermutet hier noch oder befürchtet eine politische Entscheidung, die die Bedenken der Sizilianer zurückweisen würde. Wir bleiben aber für euch da dran und wir sehen uns wie immer vor Gericht.